Kiaora, liebe Kryptonauten, heute geht meine Leitung zu Howard. Howard und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren und Howard hat eine coole Sache mitgebracht, die er auch auf der Crypto Cruise vorgestellt hat und darüber sprechen wir heute. Guten Morgen, Howard. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Geht's dir gut? Dich gesehen, ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch, dass es hier klappt. Wunderbar, wir haben auf der Crypto Cruise ein Interview führen wollen, aber es war so viel los bei euch, dass das leider nicht geklappt hat. Deswegen holen wir das hier nach, um eure coolen Produkte einmal vorzustellen. Howard, erklär uns doch mal kurz, was bietet ihr überhaupt an? Ja, gut, ist ja Kurs natürlich zu kurzer Zeit, haben wir nur 5 Minuten, die Leute zeigen unser CQS-Produkt und das ist eine gute Gelegenheit, haben wir unser Produkt zu zeigen. Ja, schön, wenn wir zusammen jetzt noch weiter CQS erzählen. Ja, gut. CQS sind taiwanische Hersteller, ja, dann ist ja aus Taiwan, alles Entwicklungsteam, das in Taiwan. Ja, aber wir jetzt in Deutschland, CQS Europa GmbH, zuständig für ganz Europa. Ja, so besonders für deutsche Kunden, sie etwas Frage genau immer an uns fragen oder kommen zu vorbei. Wir sind CC Noise. Ja. Ja. Also CQX lesen wir im Hintergrund schon Crypto Hardware Wallets. Erzähl uns mal über eure Hardware Wallets. Ja. CQS, wir haben meistens 3 verschiedene Produkte. Hardware Wallet heißt V20 und V20 und V10. 3 Produkte. Bei V20 und V20, die beiden Produkte sind mit USB und Bluetooth, kann auch benutzen für Anschluss. Und dann V10 ist einfach nur USB-Anschluss. Dann CQS, unser Hardware Wallet, die hat Sicherheitselemente eingebaut. Das ist für Militär, gerade vom Plus, wie sehr Sicherheit für alle benutzen. Ja. Welche sollten jetzt Einsteiger nehmen? Welche sollten Profi nehmen? Was sind die Vorteile von dem einen zum anderen? Zum Beispiel, der Hardware Wallet, diese V20 und V20, alles Farbe-Display, 2,8 Zoll Farbe-Touchscreen-Display. Ich kann auch kurz zeigen, das nur gibt es auch Passwort. Sie kann auch sehen, das Farbe-Display. Yeah. Ja, das ist mit USB. Kann auch benutzen mit Handy auch. Die Handy mit Bluetooth-Kopplung. Ja. Okay. Das heißt, ich habe mein V20 und da kann ich jetzt meine Bitcoin, Litecoin habe ich jetzt gesehen, kann ich da auch drauf packen und dann kann ich mit dem Handy darauf zugreifen und Sachen versenden. Ja, genau. Wie Handy-Anschluss ist sehr, sehr einfach. Sie brauchen nur die Kopplung. Ja, mit Bluetooth verbinden. Dann kommt auch die Handy und Bluetooth Anschluss synchronisieren. Ja. Okay. Ja. Genau. Alle Speicher mehr als, wir unterstützen mehr als 1000 verschiedene Krypto. Mehr als 1000 verschiedene Krypto. Ja. Also alles, was das Herz begehrt, kann man damit draufschieben. Jawohl. Jetzt habe ich gehört, es gibt ganz viele Leute, die fragen immer noch, wo ist der Unterschied zwischen CQX-Produkten und anderen Hardware-Wallet-Herstellern? Weil, wie gesagt, CQX-Hardware-Wallet, wir haben die große Display, diese V20 mit Aluminium-Gehäuse, sehr stabil. Ja. Und dann zum Beispiel andere Hersteller, kleiner USB-Dongle. Dann das ist so klein, sie kann auch nicht sehen. Aber unsere Wallet, wenn sie die benutzen, einfach einstellen, dass mit alles für die Passwort, alles schon Display. So einfach für Endkunden zu benutzen. Ja. Alles klar. Du wolltest gerade den Screenshare anmachen. Mach das doch gerne und zeige uns da noch weitere Sachen. Zum Beispiel, wie gesagt, die CQS unterstützt mehr als 1000 Kryptowährungen.
Sie können sehen, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, sogar Tron und die ADA, Cardano. Ja, unterstützen weiter. Das ist unser Hover Wallet. Ja. Und dann, der einfach zu verbinden, kann auch USB und Bluetooth. So zum Beispiel jetzt kann auch verbinden zu USB. Jetzt. Da höre ich schon was, ja. Ja, verbinden dann sofort, sehen Sie alles, diese, bei den neuen Kanal hinzufügen, alles neu, add a new, neu, Kryptowährung. Ja. Ja, dann unsere Funktion, wenn die Leute, also unsere Wallet, kann auch kaufen. Zum Beispiel, man muss auch die Bitcoin kaufen, kann auch hier bei dann direkt verbinden zu der Kaufen-Funktion. Wo so. Kaufe ich das dann? Über welche Börse läuft das? Ja, wir zusammenarbeiten mit Coinify, weil du musst auch bei nur einmal KYC, die kann Verifizierung und dann kann auch mit EC-Card, Credit Card, Mastercard oder die Banküberweisung kann auch sofort kaufen. Alles klar. Ja. Ja, dass wir verschiedene Krypto kann auch kaufen, Ethereum. Ja. Okay, benutzt ihr der Vorteil ist, wenn wir send oder receive, das ist sehr einfach. Zum Beispiel hier, weil wir haben den QR-Code. QR-Code ist einfach für den Endkunden, nur man scannt den QR-Code, nur Copy und Pass. Das ist sehr einfach. Ja. Okay. Und das mit dem QR-Code klappt auch für alle Währungen. Also ich habe jetzt gerade Doge gesehen oder Hex oder so. Sowas könnte ich dann auch per QR-Code hin und her senden. Ja, wunderbar. Genau. Ja, cool. Wie teuer sind eure Produkte? Ja, weil wir haben drei Modelle. V20 kostet 139 Euro und die V10 ist 119 Euro. Hier V10 ist 69 Euro. Alles klar. Ja, wunderbar. Dann wissen wir Bescheid. Wenn wir noch mehr Informationen haben möchten, wo gucken wir dann am besten hin? Ja, Sie können auch unsere Website cqstech.com. Kann auf diese Website gehen, dann sind alle Informationen da. Wir zeigen Produkt und dann wie funktionieren und dann Unterstützung, wie viel alles Frage, wir können antworten. Ja. Wunderbar. In Deutschland muss unser Produkt kaufen. Sie können auch info@cqstech.com. Das direkt zu mir. Ja, ja, genau. Bitte sehr guter Rabatt für Crypto Mountains Mitglied oder Kollege. Ja. Kriegen wir dann Discount als Kryptonauten? Ja, natürlich. Wir gibt es auch, auch 20% Rabatt. Besonders wow. Für Kryptonauten. Also ja. Leute, 20% auf CQX Hardware Wallets, weil ihr von den Kryptonauten kommt. Ich glaube, ihr könnt euch das mal angucken. Vielen Dank, Howard, für diese Einführung und ich wünsche dir natürlich noch, dass du viele Produkte weiterhin verkaufst und ich wollte als Abschlussfrage noch einmal stellen, zieh uns doch mal bitte dein Fazit von der Crypto Cruise 2021 in Köln, da warst du ja eben auch. Ja, gut. Und dann noch ein Produkt, das muss ich auch zeigen. In Crypto Rockstar, wir haben zeigen diese Crypto-Zahlungssystem. Das war Crypto war sehr einfach für. Howard, ja. Mach erst den Screenshare aus, dann sehen wir dich wieder größer. Ja, okay. Nee, den Screenshare, wir sehen aktuell noch dein Desktop. Ach so, okay. Sehr große. Ist auch, macht die aus. Ja, gut. Okay, jetzt sehen wir dich wieder. Jawohl. Was ist das? Was zeigst du uns da jetzt gerade? Dieser ist ein Zahlungssystem, das für Kryptowährung oder Digital-Tokens. Zum Beispiel, unser Ziel ist Zukunft. Zum Beispiel jetzt alle in Deutschland, die Leute weiß, das ist PayPay-Punkte.
zum Beispiel PayPal, kann auch in Ria, Rewe und dann Ara Tankstelle benutzen. Zukunft, dieses Produkt kann auch benutzen in der Kasse. Wenn die PayPal-Punkte, also Digital-Token, kann auch die Zahlungssystem oder die Apotheke, alles Daten, kann auch benutzen diese Payment. Wir heißen P22. Und das muss ich als Endverbraucher mit in das Geschäft bringen oder das gehört dem Geschäft? Ja, diese ist für Geschäft. Wir müssen auch zusammenarbeiten mit der Zahlungssystem, Dienstleister. Dann die gibt es auch überall das in Deutschland. Wie in Crypto Rockstar habe ich gesagt, 2024, das kommt auch digital Euro. Dann in Zukunft kann auch digital Euro bezahlen, auch dieses System. Das ist auch für Endkunden ist einfach für QR-Code scannen, runterladen die App. Aber ja, kann auch über alles in Kasse bezahlen. Alles klar, da freuen wir uns also noch auf weitere Produkte. Howard, wie hast du die Crypto Cruise erlebt? Ja, das ist ja auch schön. Ja. Hat dir gefallen? War erfolgreich für euch? Ja, das ist sehr schön. Ich habe gesagt, ja, nächstes Jahr wir können auch, kommt wieder. Wir haben immer hat neue Produkte. Und CQS, wir entwickeln auch NFT, Hardware Wallet. Dann Zukunft, NFT kann auch benutzen. Wir haben so viele neue Produkte zum Markt zu bringen. Okay, die ganze Pipeline ist noch voller neue Produkte. Wir sind gespannt. Vielen Dank für das Interview und wir sehen uns dann spätestens auf der nächsten Crypto Rockstars Cruise. Ja, danke schön. Das. Okay. Ciao. Ja, sehen wir uns. Ciao.